Hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay-Commentary auf The Game Cutie, heute wieder von Lars. Ja, das Video startet kurz mit einem netten Clip, den ich eben erspielt habe. Da kann man mal sehen, wie viel Hitmarker man so reißen kann, wenn man hier mit der Farmer steht, was ich persönlich eigentlich sogar effektiver finde, als zu snipen. Und jetzt zum Gameplay. Wie gerade wahrscheinlich gehört, hat man deine Stimme gehört. Und zwar war das, dass ich mit einem Kumpel in Skype, weil ich das erspielt habe, es ist ein Gameplay auf Subbase. Mit der Farmers, mit Schalldämpfer, Perks, Flinkheit, Stopping Power, also Feuerkraft und ruhige Hand. Nini habe ich leider noch nicht freigeschaltet, wobei ich zocke eh nicht mit Gaming-Headset, also es ist ziemlich egal. Ja, das ist ein Gameplay, wo ich zuerst relativ gut, also heißt gut spiele, wo der Score zuerst nice ist. Man später aber sieht, wie man durch, ich nenne es mal noobige Gegner, dann doch am Schluss den Score ziemlich versaut bekommt. Und der mich mit am meisten genervt hat, der kommt auch jetzt schon. Ich habe eine Drohne oben und was ist? Zack. Hat er mich doch erwischt. Denn dieser komische Knife Runner, der ging mir sowas von auf den Piss. Auch wenn der jetzt noch nice war, aber oh, das ging gar nicht. Und ja, das Thema ist jetzt eigentlich auch aufs Gameplay bezogen. Und zwar, dass ich halt anfangs gut war und dann nicht. Beziehungsweise, dass dann der Score versaut wurde. Und jetzt nochmal zu der Skype-Konfi. Und zwar hatte ich halt einen Kumpel in der Skype-Konfi. Und seine Stimme hat man gehört. Meine nicht, aber seine schon. Deswegen auch wie gerade kein Ton, also kein Ingame-Sound. Weil man ihn sonst labern hören würde. Und das wollte ich euch nicht zumuten, weil es ist einfach total seltsam, wenn zwischendurch immer mal da eine Stimme kommt und dann da ein, was von, was weiß ich was, palabert. Da ist schon wieder mein Freund, den werde ich so öfters holen, weil ich zum Beispiel wie gerade gehört habe, dass er jemanden geneift hat. Und so denke ich mal, habe ich ihn noch relativ gut in Schacht halten können, aber im Endeffekt ging er dann doch so auf den Piss, dass er mir am Schluss das Gameplay versaut hat, denn der Host war relativ noobig, da haben sie auch links. Oder hier. Das ist Internetsache. Der kam bei mir gerade um die Ecke. Ihr habt es ja selbst gesehen. Und zack, bin ich tot. Ja, wieder zum Host. Das Problem war, war relativ ein schlechter Host. Auf jeden Fall ein schlechter Host. Da haben die dann auch manchmal links ein bisschen, also im Chat, lustige Sachen geschrieben. Zum Beispiel einer meinte, glaube ich, auf den Porno runterzuladen oder sowas. Musste ich dann schon leicht lachen, als ich das gelesen habe. Und ja, zum PC selbst. Also, ich bin jetzt noch nicht richtig eingespielt. Ich musste jetzt erstmal gucken. Ich bin direkt in der zweiten Runde, war es glaube ich, in Hacker-Lobby gekommen. Das war ein bisschen, was heißt blöd. Ich bin halt Level 70 gewesen, aber ich wollte halt selbst freischalten, alles. Deswegen habe ich richtig abgedrückt. Aber das Problem war, ich hatte keine Minimap mehr. Und die Kills, die ich mit den Waffen gemacht habe, haben nicht gezählt. Also nicht für die Waffe. Das heißt, ich konnte nicht freischalten. Hier wieder Lex. Und hier spiele ich, glaube ich, relativ defensiv, weil ich das erste Mal meine Harry erreichen wollte, weil ich am PC einfach nicht so gut bin. Wobei, es hat sich schon geändert. Ich habe gerade eben noch als letzte Runde einen 25-3 gehabt, zweimal Payflow, ja, Killstreaks haben aber kaum Kills gemacht, also viel mit der Waffe. War echt nice, aber weil ich mit dem noch in der Skype-Konfi war, habe ich nicht aufgenommen, weil ich halt nicht wollte, dass man wieder das Gelabere von ihm hört. Und weil ich dann nicht wieder den Ingame-Sound in den Stellen wegmachen wollte. Deswegen war das ein bisschen schade ums Gameplay. Ah, da hört man auch noch ein paar Sachen, das werde ich jetzt aber so drin lassen. Ja. Jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, was ich sagen soll. Weil es jetzt relativ spontan war. Ich habe die Runde gerade eben erst erspielt. Oh, das mache ich gerade leise. Ah, egal. Lasse ich jetzt einfach so. Okay, wieder zum Gameplay. Das Problem ist halt, am PC, mein Internet ist richtig schlecht. Also ich habe jetzt alles umgestellt, dass ich mit 800 zu 600, glaube ich, ist das, spiele, also von der Auflösung. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass sobald ich aufnehme, es einfach trotzdem laggt. Normalerweise nehme ich auf mit 60 Fraps, gerade auch einer Verbindung, nur am Laggen, ich kann nicht mal richtig laufen. Ah, ich glaube, hier ging es wieder, oder? Na da, und dann kommt Noobtube kommt angerollt und ich werde Kommando-Knifed. Das sind die Leute, die mir das Gameplay so kaputt machen. Ja, halt zum Internet, das ist so schlecht, dass ich vorhin einfach überhaupt nicht mehr spielen konnte. Es war so schlimm. Da hat mein Papa mal geguckt. Also ich habe, wenn ich was runterlade, ist, manche haben laden wirklich mit 2 bis 3 MB runter. Bei mir ist Standard 150 kW. Das habe ich vorhin was runtergeladen und hat es mit 15 kW runtergeladen. Ich meine, 15 kW ist nichts. Das heißt, ich habe permanent hier meine einer Verbindung, aber jetzt im Endeffekt ging's, wo alle oft, also mein Vater und meine Schwester im Bett waren. Da ist schon wieder der Knifer. Boah, ich könnte ausrasten. Und jetzt wegen Fraps, ich habe halt normal mit 60 Fraps pro Sekunde aufgenommen. Aber das habe ich jetzt schon runtergemacht, ich glaube auf 30 oder so oder auf 20.
Ja, okay, das war jetzt leider ein Fail von mir. Und hier Host Migration, sowas versaut auch das Gameplay. Ich habe mir überlegt, das rauszuschneiden, aber ich dachte mir, nee, komm, lass es drin, dann sehen sie halt mal, was da so passiert. Es gibt teilweise Runden, habe ich 3 bis 4 Mal eine Host Migration und dann habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Und ich meine, ich glaube, am Anfang hatte ich sogar noch ein 12 zu 3 oder so, das wird immer, immer schlechter. Und ich weiß nicht, was man da machen soll. Eigentlich schade ums Gameplay, aber ist halt so, eben war es relativ nice mit dem 25 zu 3. Aber wenn ich es halt nicht aufnehme, selbst schuld, jetzt hätte ich aber nicht Lust, noch weiter zu spielen, weil es jetzt 23:30 und ich wollte langsam ins Bett gehen. Auch wenn Ferien sind oder ich gucke vielleicht noch was Olympia, aber auf jeden Fall geht's gleich ins Bett. Und ich denke mal, PC werde ich jetzt noch ein bisschen weiter zocken. Ich werde vielleicht mein Gaming-Headset, also Sprite Nike Pro, werde ich wieder und schon wieder gemessert. Das ist ein Witz und der ist fast neben mir gespawnt. Werde ich mein Sprite Nike Pro wieder auf dem PC, an den PC anschließen, damit ich dann da vielleicht ein bisschen frei für alle spielen kann. Finde ich persönlich relativ nice, weil da ist es glaube ich leichter dann was zu erspielen. Aber mal schauen. Und genoobtubed, ich meine, was soll ich da machen? Direkte Gefahr, der rennt nur mit Noobtube rum. So ein Witz. Ich glaube, da oben hockt er sogar wieder nur mit Noobtube. War das das? Ne, ich glaube nicht. Da hatte ich noch gewartet, dass der kommt. Oder was das? Leck und tot. Genau, da der sitzt. Oh, egal. Das ist MW2, Leute. Kann man leider nichts machen. An der Xbox geht's. Ja, an der Xbox geht es noch. Aber hier am PC, da sind so viele Noobs unterwegs, also nicht, dass sie keinen Skill haben, sondern dass sie einfach Noobs-Sachen benutzen und hier leider auch den letzten verfehlt, den Endscore sehe ich jetzt leider nicht, müsstet ihr jetzt selbst gucken. Aber es war auf jeden Fall ein 12-2 oder so, oder 12-3 zwischenzeitlich, den dann so zu verkacken, wegen YouTubern, Kommandoneifern und Lex finde ich persönlich sehr, sehr schade. Aber in diesem Sinne, mit dem MVP Team Deathmatch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!